Herzlich willkommen bei Blue Sports. Heute geht es um den Satria oder auch genannt Handrückenschlag. Der Handrückenschlag wird oft mit der vorderen Seite ausgeführt, also mit dem Arm, wo das Bein vorne ist. Und zwar ist es kein gerader Schlag, sondern wie der Name schon sagt, ein Handrückenschlag. Das heißt, man zieht ihn von der Seite auf und schlägt dann seitlich gegen die Schläfe, gegen das Jochbein oder gegen den Kiefer. Ja, soweit führt man die Technik nur aus auf der Seite, wo das Bein vorne ist. Auf der anderen Seite würde es keinen Sinn machen, weil es halt gegen den Körper ist. Ja, oder nicht mit dem Körper. Schauen wir mal von der Seite. Ihr holt hier praktisch aus und schlagt. Offensiv ist es keine so gute Technik, weil ihr halt für diese Technik ausholen müsst, um zu schlagen. Da empfiehlt sich zum Beispiel, wenn ihr praktisch von der Seite angegriffen werdet oder von hinten und ihr das halt aus den Augenwinkeln seht, dass ihr dann in der Drehung gleich diesen Handrückenschlag anwenden könnt. Oder wenn ihr sowieso schon seitlich steht und ihr euch nicht gerade ausrichten wollt oder es einfach nicht mehr schafft, euch gerade auszurichten, dann könnt ihr praktisch von hier aus den Handrückenschlag machen. Ja, jetzt nochmal zur Trefferfläche. Getroffen wird hier mit diesen beiden Knöcheln. Ja, genau. Nicht mit der Handrückenfläche, sondern mit den Knöcheln und dann ja jeweils die Punkte am Kopf, die ich eben genannt hatte, Schläfe, Jochbein oder Kinn. Ja, das war's soweit zum Handrückenschlag. In den nächsten Videos zeige ich euch, wie ihr das Ganze in Kombination verpacken könnt. Bis dahin aber viel Spaß mit den anderen Videos. Liked gerne, schreibt gerne Kommentare, wenn ihr irgendwo zu Fragen habt oder wenn ihr Anregungen habt. Und abonniert uns, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Ciao, ciao!